Heute laufen wir 75 Kilometer mit 2400 Höhenmetern. Mal gucken, was kommt. Super Trail Wochenende Tag 2. Es ist kurz vor 7 Uhr. Es ist arschkalt. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass ich heute irgendwann mal warm werde. Die Angstpipi haben wir schon hinter uns gebracht. Angstkacke habe ich auch gerade so geschafft. Das erste Briefing hatten wir gerade dort vorne in dem Zelt. Jetzt geht es hier vorne an den Start. Auf einen 10 bis 11 Stunden Lauf. Yay! Viel Spaß. Danke, dir auch. Die letzten 15, 4, 3, 2 und damit heißt es Go! Auf einen langen Lauf! Stimmen Sie jetzt ab, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie viele Kilometer ich brauche, bis ich wach werde. Die ersten paar Kilometer grooven wir uns alle ein. Sehr ruhig auf der Strecke. Man versucht so langsam in sein Tempo zu finden. Wobei das jetzt immer noch ein bisschen schwierig ist, weil wir aufgrund der vielen Anzahl der Läufer immer noch so die Grundgeschwindigkeit laufen, die einfach alle laufen, weil man bis jetzt noch schlecht überholen kann. Aber das wollen wir eh nicht, weil wir stehen ja ein paar Kilometer auf der Uhr. Da kommt es auf die Zeit heute eh nicht an. Kilometer 10, knapp 200 Höhenmeter. Ich bin komplett nass. Cutter. Da habe ich auch gerade schon eine Schweißperle gesehen. Jetzt geht's erstmal richtig hoch hier. Und Justin ist immer noch lost. Kilometer 13, wir haben Justin gefunden. Wir haben kurz telefoniert. Er hat sich verlaufen. Er hat jetzt 3 Kilometer mehr auf der Uhr. Früher oder später wird er uns bestimmt einholen. Ist ja eine Rakete. Und wir haben 340 Höhenmeter auf der Uhr. Ich habe gerade einen Puls von 125. Bin ich sehr stolz drauf. Für meine Verhältnisse extrem gut. Ich hoffe, das hält sich so. Zweiter Verpflegungspunkt. Eigentlich habe ich alles noch ganz gut aufgefüllt, aber wir schauen mal, was es gibt, Leute. Was ist das denn? Iso. Iso? Boah, das sieht aber sehr dickflüssig aus. Ist ja spannend. Was gibt's hier? Nüsse, Brezeln, Bananen, Obst. Ah, guck mal, Gel gibt's hier auch. Hier gibt's Getränke. Ja. Leute, hier war ich schon mal. Guck mal. Willkommen auf den alten Grenzpfaden. Kilometer 15 und an den Motivationsreden von Katha müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Sie meinte nämlich gerade, wir haben schon ein Fünftel. Yay! Das heißt, wir machen jetzt nur noch 4-mal so viel. Jawohl! Klingt ja easy. Gerade durch den ersten Sumpf, Leute, Schuhe sind nass. Wir haben noch nicht mal Kilometer 16. Morgens 9:30 an der Grenze von Deutschland haben wir schon fast den Halbmarathon im Sack. Gott sei Dank haben wir jetzt ein bisschen Downhill. Leute, ich bin auf den alten Wegen hier unterwegs von der Deutschlandumrundung. Ach, es ist ja irgendwie ein bisschen schön, dass ich jetzt den Weg auch mal runterlaufen kann, den ich schon hochgelaufen bin. Bis jetzt ist alles tutti. Mal gucken, wie es die nächsten, wie sagen wir denn noch, 55 Kilometer so läuft. Hey, my friends! Wir können ruhig mal gucken. Jawohl. Dann füllen wir mal eben. Ja, ist gut. Dann füllen wir mal eben hier auf. Ich hätte gerne noch ein bisschen Wasser. Oh, Brownies! Oh ne, da habe ich mir beim Berliner Mauerlauf, da habe ich die Scheißerei gekriegt. Von ja, okay, ich hatte auch davor, eine Woche davor den Norovirus. Das war auch nicht, glaube ich, war keine gute Kombination. Stöcke wieder einsammeln. Weiter geht's. 25 Kilometer! Jetzt sind es ja nur noch 50. 700, oh Gott, wir haben erst 785 Höhenmeter. Puh, Leute, aber die Sonne kommt raus. Das ist schon mal ein gutes Gefühl. Habt ihr schon mal Baumstämme verdampfen sehen? Kilometer 30! Habt ihr Bock, mal einen Zahlen-Daten-Faktencheck zu machen? Ja, ich schon. Also 30 Kilometer, 3 Stunden 50 bin ich jetzt unterwegs. Seit circa 5 Kilometern habe ich Cutter verloren. Es geht berghoch und da ist sie halt einfach nicht aufzuhalten. Mal gucken, vielleicht treffe ich ja dann irgendwann mal den Justin wieder, der dann von hinten mich überrollt. Puls habe ich aktuell 132, 1012 Höhenmeter. 1200 sind es dann jetzt noch on top. Was haben wir hier? Pace, durchschnittliche Pace, 7 Minuten 41. Absolut. Ich bin absolut zufrieden bis jetzt. Absolut. Aber es sind ja auch noch ein paar Kilometer. Ich habe ein bisschen Schiss. Also, ich glaube, ich sollte jetzt erstmal den Fichtelberg erreichen. Und dann gucken wir mal, wie es mir geht. Weil ich glaube, jetzt kannst du das immer noch gar nicht einschätzen, was hier noch passieren wird auf den letzten Kilometerchen. Falls ihr euch fragt, woher ich weiß, wo es lang geht. Hier sind Markierungen überall am Wegesrand. Und dazu habe ich auch noch die Route auf der Uhr. Angeblich laufen wir jetzt neben der Route. Aber man soll immer den Markierungen folgen. So Leute, 35 Kilometer habe ich. Also langsam tut's weh. Nur noch knapp 1 Kilometer bis zur Spitze des Fichtelbergs. Und ich sehe ihn schon. Da ist das Ding. Schatzi? Angekommen am Fichtelberg. 36 Kilometer.
noch nicht mal die Hälfte. Aber es gibt hier ein sehr geiles Buffet. Was soll man denn mit der Butter machen? Das ist ja irre. Kartoffeln, das waren tatsächlich mal Sonderwünsche. Ach echt, ja? Ja, ja, das war, der Wunsch war tatsächlich mal, da hat man eben beim ersten Jahr nur Kartoffeln und dann hieß es, oh, das fehlt die Butter. Ja, das fehlt die Butter, ne? Okay, ah ja. Na, zumindest die eine, die das gewünscht hat, hat es schon genommen. Geil. Oh, also ich habe echt Hunger. Ich habe echt Hunger. Das Problem ist, dass ich so viel Wasser mittlerweile im Bauch habe, dass es ultra unangenehm ist. Wenn du läufst, dann schwabbelt das alles hier hin und her. Und da ist aber nichts, was das festsaugen kann. Das, die Flüssigkeit, versteht ihr, was ich meine? Kann man das verstehen? Ja. So, und ich darf ja auch nicht zu viel essen. Sonst kann ich mich nicht mehr bewegen. Also das ist hier echt immer tricky. Aber es gibt geile Sachen, also von daher. Was gibt's hier noch? Einfach nur mal... Oh, guck mal hier, Bier! Leute! Komm, ich prüf mal, ob da wie viel Alkohol da drin ist. 0,0, also wirklich 0,0. In Bayern hatten sie mir letztens 0,5% angedreht als alkoholfrei. So. Oh Mann, Mann. Leute, ich habe den Justin wiedergefunden. Oh, guck mal. Oh, endlich sind wir wieder zusammen. Ja, und endlich haben wir hier mal so eine richtige Kackstrecke. Ei, ei, ei. Da freust du dich auf so einen Downhill, weißt du? Und dann wirst du mit so Macho-Kacke bestraft. Uiuiuiui. Oh nee. Geh da drüben lang. Ah, fuck. Auf die Zeit kommt es ja heute eh nicht an. Dankeschön, danke, danke, danke. Ja, danke, auch so. Jetzt, wo wir wieder zusammen sind, dann, keine Ahnung, was ist denn dann eigentlich? Kann nichts mehr schief gehen. Genau, die Hälfte haben wir jetzt ungefähr. Zweite Hälfte, Super Trail Ultramarathon Sachsen Trail. Let's go! Leute, wir haben die Marathon-Distanz im Sack. In 5 Stunden 57, ja, ein bisschen langsamer als so ein normaler Marathon, aber wollen wir mal kurz checken, wie viele Höhenmeter wir schon haben. 1400 Höhenmeter haben wir. So, gut. Und auf einer Skala von 1 bis 10, Justin, wie viel Bock hast du noch? Also 10 ist am meisten Bock. 10. Tschüss. Ich weiß nicht, ob das ehrlich war. Ich frage ihn gleich nochmal. Oh Mann, wie schön das aussieht. Oder... Oh, das ist so romantisch. Fast 45 Kilometer. Wir haben VP... Keine Ahnung, 5? Ist es 5? Ja, ne? 7? Nee, so viele hatte ich noch nicht. Immer wieder die gleichen Leute, siehst du hier. Ja. Kannst ja auch schneller laufen. Ja. Selber. Und dann kriegst du hier noch so nette Sprüche. Nein, alles gut. So, hier gibt es die Dropback Station. Hier haben wir irgendwo Beutelchen uns hinbringen lassen. Ach, guck mal, da ist auch meins. Und da haben wir ein paar nette Sachen reingetan, die uns jetzt das Leben versüßen. Los, wir schauen mal rein. Jetzt haben wir noch ungefähr einen Long Run vor uns, 30 Kilometer. Tun wir jetzt einfach mal so, als hätten wir bis jetzt noch nichts gemacht, ja? Und fangen jetzt ab. Ja, genau. Und fangen ab jetzt geht der Lauf erst richtig los. So, Justin und ich teilen uns hier einen Red Bull. Dann gibt es hier so ein Riegelchen für mich, ein Kekschen vom Buffet da vorne. Dann geht's gleich weiter. Sonne ist da. Ach ja, Sonnencreme wäre eigentlich noch clever gewesen. Naja, man kann ja nicht an alles denken, ne? Dann müssen wir jetzt ein bisschen schneller laufen. Also bis gleich auf der Strecke. 50 Kilometer! Also Justin hat seine 50 Kilometer schon vor 3 Kilometern gehabt. Es macht auch echt viel mehr Spaß, zusammenzulaufen. Auch wenn wir uns jetzt hier nicht die ganze Zeit unterhalten. Aber das ist irgendwie netter, wie ich finde. Puls 255, ja, es liegt am Runterlaufen. Ja, knapp 1500 Höhenmeter haben wir schon. Also da kommt auf jeden Fall noch ein kleines Schmankerl auf uns zu. Wie ist dein Fitnesslevel von 1 bis 10? Ach, 7. Okay. Ey, das ist, finde ich, interessant. Ich hatte so kurz, bevor ich dich getroffen hatte, hatte ich echt keinen Bock mehr, muss ich sagen. Ich auch. Und da habe ich mir gedacht, boah, also jetzt noch 40 Kilometer. Aber jetzt geht's, also das klar. Also ist einfacher. Ja, ne? Also es tun so ein bisschen die Beine weh und so, aber ja, also das war jetzt keine Überraschung, ne? Es ist, läuft irgendwie, ja, zu zweit irgendwie netter. Fata Morgana! Oh, ist das toll! Hi! Voll schön, dich zu sehen. Was ein Support. Erstmal hier, merci. Und dann ist Golfi am Start. Danke, Schatzi. Oh, jetzt muss er uns auch noch eindieseln. Kilometer 56. Justin hat gerade gesagt, Fitnesslevel ist jetzt bei 5. Ja, aber also, wir haben jetzt noch 19 Kilometer. Oder? Rechne ich richtig? Ja. Das wirst du ja wohl noch schaffen. Ja, doch. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Was haben wir denn, wie viele Stunden haben wir denn jetzt gebraucht? Oh, 7 Stunden 55. Ja, also 10 Stunden wird aber knapp, ne? Naja, wobei,
könnte man schaffen. Aber wir machen uns jetzt hier keinen Zeitdruck, ne, Leute. Wir müssen ja irgendwie gesund und munter ins Ziel kommen. Und morgen müssen wir nochmal 20, also von daher. Kilometer 58. Wir hatten vor ein paar Metern den vorletzten Verpflegungspunkt, glaube ich. Und ich staune so ein bisschen. Das mit dem Essen klappt bei mir echt ganz gut. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir da mega viel reinhaue, aber ich habe jetzt nicht so den Stress, essen zu müssen, um mir das dann endlos reinzuquälen. Also es will noch freiwillig rein. Wie sieht es bei dir aus? Melone. Hast du keinen Wasserbauch? Nee. Okay. 60 Kilometer! Damit längste Distanz ab jetzt. Also alles, was jetzt kommt, ist längste ever. Längste Weg, längste gelaufenen Kilometer. Ach, ihr wisst, was ich meine. 65, keine Ahnung, wie viel Kilometer. So langsam habe ich keinen Bock. Und du? Nee, ich auch nicht. Also jetzt gerade finde ich, macht es keinen Sinn, so weit zu laufen. Ich weiß gar nicht, wie viele Höhenmeter wir haben. Also wir machen jetzt letzter Berg. Ist das der letzte, ne? Ja. Also man wird auch richtig bräsig im Hirn, ne? Also du merkst richtig, du willst was sagen und dir fehlen die Wörter. Dumm gelaufen, einfach dumm gelaufen. Ich esse jetzt was und dann geht's weiter. Letzten 10 Kilometer. Wenn du schon Kuchen so lange kaust, ohne ihn runterzukriegen. Also jetzt habe ich Probleme mit dem Essen, mit dem Runterkriegen. 70! 6 Kilometer bis ins Ziel. Wollen wir jetzt eigentlich schon über Essensgelüste sprechen oder sind wir davon noch entfernt? Ich werde nicht wieder was essen können. Der kleine Justin ist kaputt gelaufen. Jetzt hoffen wir mal, dass wir ihn, sein Popöchen, noch ins Ziel bewegen können. Aber es sind noch 250 Höhenmeter, ne? Naja, wir lieben ja Höhenmeter. Der letzte Downhill, der letzte Uphill. Ich bin bei 76 Kilometern und es ist gut noch ein Kilometer. Ich habe jetzt richtig einen Hut auf. So eine Scheiße, ey. Der Wettkampf sollte 75,5 Kilometer sein. Und jetzt ist er locker 77 bis 78. Dann sollen sie doch 80 ansagen und dann sind es 78. Das ist echt, also sowas regt mich auf, ey, auf den letzten Metern. Weil ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Wie sieht dein Bock aus? Wir machen das Ding jetzt zu Ende. Und dann knüpfe ich mir die Veranstalter vor. Ich mache sie alle. Na endlich. Scheiß hier. Jetzt darf gejubelt werden bei der Josi und beim Justin. Tolle Sache, hey! Ziel erreicht und schon am Auto. Und jetzt wollen wir doch mal zusammen gucken, was alles so in meinen Schuhen mitgelaufen ist. Das ist bestimmt spannend. Aber so. Oh ja. Das war nur der eine Schuh. Schatzi, du kannst ruhig schneller gehen, ne? Meine Blase. Welche Blase? An meinem kleinen Zeh. Oh. Mein kleiner Zeh ist eine Blase. Der ganze Zeh besteht nur noch aus Blase. Justin, komm! Wie so ein Trampeltier. Das kommt nur bei TikTok.